Hallo und herzlich willkommen. Weitere Folge Nordfrischmasch mit mir, dem Marc. Es geht weiter. Ich will mal ganz kurz gucken, wie hier die CP-Kurse angelegt sind. Theoretisch will ich ja, ich will hier noch mal kurz eine Kurserweiterung anpassen. Mache ich nämlich jetzt hier BGA Silo raus. Ich muss ja mal ganz kurz gehen. Platz, aber dann machen wir jetzt gleich hier den Kurs hin. So, dann jetzt hier, das ist BGA Silo. Okay, dann fahren wir jetzt einmal um Pudding hier oben, haben wir auch noch einen Kreis drin und schließen jetzt da vorne wieder drauf. Schließen wir einfach wieder an, das ist gut. So, zack. Will ich die Silage, das kannst du aber da vorne rein tun. Weil spätestens bis zur Dingens, brauchen wir das ja. Wenn wir anfangen wollen, Dings zu machen. Wenn wir Mais machen, dann brauchen wir den TSQ-Blatt so oder so. Von daher. Da müssen wir uns den bis dahin geleistet haben. So, da waren wir stehen geblieben. Beim Füttern. Da wollte ich jetzt noch mal ein bisschen machen. Ich mal kurz zum Stapler. Ah, Marcel ist ja hier schier am Stapler. Ja, hier läuft es auch immer. Ja, der ist hier. Schöne Hofnummer. Die Umgeistanlage läuft auch. Die überlege ich ja schon, die hier oben wieder abzubauen, abzureißen. Kann sein, dass wir die ganze Silage danach in die Dings werfen. In die, große Biogas, weil die bringt uns doch ein bisschen mehr und braucht auch Chemie. Die hier oben will ich eigentlich nur noch haben, bis ich die Kartoffeln hier oben durchgekloppt habe, und dann brauche ich die hier oben eigentlich nicht mehr, glaube ich. Haben wir uns so dafür entschieden. Ich meine, so haben wir das. Was wollen wir haben mit zwei Biogasanlagen, die hier oben braucht halt so gut wie gar nichts. Die braucht halt, lass mich kurz gucken, 750 Silage. Das ist halt nichts, wenn du das im Vergleich nimmst, die braucht 8,5. Also da werden wir wahrscheinlich, die braucht 8,5 Zyklen, 24. Warte, wir gucken mal ganz kurz den Taschenrechner. 24 mal 8,4. Die braucht pro Monat 200.000 Liter Silage. Das, was da drin ist, reicht nicht mal für einen Tag. Also einen Monat. Deswegen, haben wir jetzt hier zwei Wagen reingetan bei den Tieren. Was Gutes, ja, haben wir. Das sieht auch ganz gut aus. Gelöscht, Passstroh füllen wir eh wieder auf. Und auch. Perfekt, dann können wir den wegstellen. Weil dann würde ich mir nämlich jetzt mit Marcel seinem Trecker die ganzen Silage-Dinger da hinten mal rüberfahren zu Biogas. Und die dort einwerfen. Weil hier hinten will ich höchstens noch ein bisschen Gülle mitlaufen lassen. Und den ganzen Kartoffeln will ich da durchhauen, weil viel mehr brauchen wir ganz ehrlich echt nicht. Und dann können wir halt echt optimalerweise eben die ganzen Silo-Ballen nach da hinten tödeln. Dann sind die weg. Weil wenn wir echt noch ein paar dabei packen wollen, dann können wir, denke ich mal, aus dem Bestand fürs Tiere versorgen, nutzen, denke ich mal. Guck mal, da steht unser Gülleverteiler. Läuft der Hubel. Ist schon wieder Donnerstag, alter Schwerer.
Ich habe jetzt auch mal Suris angeschrieben, wie die Lage ist. Ich weiß nämlich, ich habe es nämlich wieder schier vergessen, was wir gesagt haben, ob wir morgens das Factory aufnehmen oder nicht. Ich habe es echt wieder vergessen. Das hat mein Problem. Ich habe mit Marcel, Maurice letzte Woche noch das Factory aufgenommen, einige Stunden. Aber ich hab's halt echt einfach wieder vergessen. Ich nehme jetzt erstmal den Schwung mit. Dann ist gut. Das sind ja drei Wagen, die fahren wir dahin. Und den Rest lassen wir wahrscheinlich so. Wir machen drei volle Wagen und dann stehen hier noch 4-5 Wagen. Die kloppen wir hier mit durch. Das ist ja gar kein Problem. So, wo ist mein John Deere? Sieht es denn aus beim Walzen? Er ist fertig. So, stellen wir erstmal einen neuen Ordner. Feld 09. Ah, kann ich das gleich verdammt abspeichern? Job erstellen. Du arbeitest jetzt von da nach da in dem Modus. Zack, 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 zack. Speichern. Walzen. 12,1 Meter. Okay. Der ist auch sofort wieder da. Kurz mal 10 die Vorfahren mit der weitermachen. Jetzt geht mit dem Johnny rein. Zack. Wo ist mein John Deere? Da ist mein John Deere. Hier oben schleppt der noch. Genau in mein Zeitplan. Eine Katastrophe. Kurve 10 genommen, kriegst du den Ladewagen gar nicht so, da bist du alles ein Armer. Marcel geschwallt, hat er letztes Mal geschwallt wie der letzte Mensch. Habe ich mir auch gesagt, er will die Schwalle von der letzten Mensch, aber er wollte ja nicht hören. Das, wenn ich hören will, muss führen.
weiß ich, ob der, warte, der guckt mal ganz kurz, ob er es schafft. Nee. Macht er nicht mit. Weil er hier keine Dingskurse drauf hat. Keine Feldrandkurse. Oder kein Dingsbumskurs hat er hier drauf. Daher kann ich den jetzt wahrscheinlich hier ansetzen und sagen: Fahr ab. So, hier fahren wir jetzt einen vor. Zack. Und wir fahren jetzt auch zur Biogasanlage. Weil ich sie global müsste die Biogasanlage auch gleich so annehmen. Standbild, alter Vater. Standbild, also ins Cockpit rein, Standbild und leckt. Immer optimal. Alter, das leckt hier drin ja wie Hunde, Alter. Katastrophe. Was ist das denn? So, vorne haben wir mit leicht und nicht ein kleines Spielzeug. Egal. Wir fahren ja selber und kein Helm. Egal. Dann ist Walzen auch fertig, dann könnten wir nämlich auch schon mal wieder einen Tag vorspulen, wenn wir mit den Grundflächen fertig sind. Wir müssten hier aber noch düngen und walzen, das ist auch noch so eine Baustelle. Wir müssen erstmal das ganze Gras einfahren, das ist auch noch so eine Baustelle. Mal schauen, wir morgen am Kids Health Factory machen oder so. Also morgen mal schauen, wir uns hier oben ein bisschen drum kümmern. Dann kommen wir hier, wir sind wahrscheinlich auch gleich schneller als der Johnny. Von der Maximalgeschwindigkeit tut sich das ja alles nichts. Da tut sich ja alles nichts. Wäre natürlich geil, wenn ich davor bin. Vielleicht gleich ein bisschen schneller um die Kurve einsetze, glaube ich. Schauen, vielleicht können wir da irgendwas im Flank mit diesem Chaos. Natürlich ist ja der ganze Kurs ausgerichtet, dass man schön mal zwei fahren kann. Schneller als der Johnny? Der fährt noch nicht maximal Geschwindigkeit gerade. Das ist das. Der bremst jetzt auch hier ab, weil wegen Kurve. Ja, genau. Ich habe den eingestellt, der fährt dann x% ab von der Maximalgeschwindigkeit der Kurve. Auf einer bestimmten Prozentzahl. Dann kommt das hier der ganze Getödel nicht, sich nicht so eine Quere, das ist schon optimal. Ich habe jetzt 6, 24, 84.000 Liter müsste ich jetzt dabei haben in Ballen von. Bin natürlich dadurch jetzt auch schwer genug. Spart mir halt jetzt Zeit, weil sonst musste ich immer hin und her fahren. Das kostet dann halt nicht viel Zeit. So kann ich halt in der Zeit jetzt auch Tiere füttern. Kann mich gleich auch dabei um die ganze Grassache noch kümmern, dass die Felder gedüngt werden und so weiter. Und den, die Walze können wir gleich an den Johnny anbauen, an den Feld anbauen. Oh, den geht's rein. Das können wir gleich auch noch machen. Dann ist das auch schon mal fertig. Aber der nimmt das jetzt auch alles mal. Probleme. Arbeit erfolgreich beendet, das ist doch schön. So, Z, klapp aus den Rödel, ich muss loswerden. Der Geldding ist wohl schon mal die Biogasanlage stehen. Ja, da, wenn die ganzen Tage läuft, sind es schon knapp 100.000 Euro weiter. Das ist von Telemer doch schön finanziert. Nimmt da, ja, nimmt da.
warten mal ganz kurz, ob er dann aufgenommen hat alles. Du, nee, du und dann da. Das ist natürlich schon eine Ansage. Aber was noch eine Ansage ist, die folgende. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir hören uns morgen wieder weitere Folge. Macht's wie schon mal. Bis dann. Danke. Tschüss.